Okay, da ist er. Winken Sie ihn heran und verwickeln Sie ihn in ein Gespräch. Bringen wir es hinter uns. Sie blockieren meinen Schuss. Treten Sie zur Seite. Hören Sie, Sidonis, ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Sprechen Sie diesen Namen niemals laut aus. Ich bin ein Freund von Garrus. Er will Sie umbringen, aber ich hoffe, das wird nicht nötig sein. Garrus? Soll das ein Witz sein? Verdammt, Shepard, wenn er sich bewegt, schieße ich. Das ist kein Scherz, oder? Ach, was soll's, ich bleibe nicht hier, um es herauszufinden. Sagen Sie, Garrus, ich hätte meine eigenen Probleme. Nicht bewegen. Runter von mir. Ich bin das Einzige, was Sie momentan vor einem Loch im Kopf bewahrt. Scheiße. Hören Sie zu. Ich wollte das alles nicht. Ich hatte keine Wahl. Jeder hat eine Wahl. Sie haben mich erwischt und gesagt, Sie würden mich töten, wenn ich Ihnen nicht helfe. Was hätte ich denn tun sollen? Lassen Sie mich schießen, Shepard. Er ist ein verdammter Feigling. Ist das alles? Es geht Ihnen nur um Ihre eigene Rettung? Ich weiß, was ich getan habe. Ich weiß, dass ich an Ihrem Tod schuld bin und damit muss ich leben. Ich wache jede Nacht auf. Mir ist übel. Und ich bin nass geschwitzt. Jedes ihrer Gesichter starrt mich an, beschuldigt mich. Ich bin bereits ein toter Mann. Ich kann nicht schlafen. Das Essen schmeckt mir nicht. Manchmal will ich nur, dass es endlich vorbei ist. Geben Sie mir einfach die Chance. Sie müssen damit aufhören, Garrus. Er bezahlt bereits für sein Verbrechen. Er hat noch nicht genug bezahlt. Er ist noch am Leben. Sehen Sie ihn an, Garrus. Das ist doch kein Leben. Da ist nichts mehr, was man töten könnte. Meine Männer, sie haben was Besseres verdient. Sagen Sie, Garrus, es gibt wohl nichts, was es wieder gut machen würde. Er soll gehen. Sagen Sie ihm das. Er gibt Ihnen eine zweite Chance, Sidonis. Verspielen Sie sie nicht. Ich werde es versuchen, Garrus. Ich mache das alles irgendwie wieder gut. Danke, dass Sie mit ihm geredet haben. Jetzt gibt's potenziell Ärger. Ich weiß, dass Sie darüber reden wollen, aber ich nicht. Nicht jetzt. Ich weiß, dass Sie es so nicht geplant hatten, aber ich halte es für die beste Lösung. Da bin ich nicht so sicher. Sowas braucht Zeit? Ja. Vielleicht ist es dann genug. Ich möchte sicher sein, dass ich das Richtige getan habe. Nicht nur für mich, für meine Männer. Sie haben es verdient, gerecht zu werden. Aber als ich Sidonis im Visier hatte, konnte ich es einfach nicht tun. Die Grenze zwischen Gut und Böse verschwimmt, wenn es um Leute geht, die wir kennen. Ja, in ihm war immer noch etwas Gutes. Das konnte ich fühlen. Es ist viel leichter, die Welt nur in Schwarz und Weiß einzuteilen. Aber Grau? Ich weiß nicht, wie ich mit Grau umgehen soll. Das müssen Sie Ihrem Instinkt überlassen. Mein Instinkt hat mich erst in diese Lage gebracht. Seien Sie nicht so streng mit sich selbst. Danke, Shepard. Für alles. Gehen wir. Ich muss erstmal von hier weg. Ich bin bei Ihnen. Und eine weitere Loyalitätsmission erfolgreich zum Abschluss gebracht. Garrus Verräter wurde gefunden. Die Sache ist erledigt und Garrus kann sich mit klarem Kopf der Mission widmen. C-Sicherheitsbeamte werden dafür sorgen, dass keine Anklage gegen ihn oder Shepard erhoben wird. Möglicherweise lässt sich Harkins kriminelles Netzwerk benutzen, Agenten zur Untersuchung entsandt. Natürlich tut er das, der Blödmann. Welche Kraft haben wir denn freigeschaltet? Panzerbrechende Munition. Naja, gut, ist jetzt auch nicht so überwältigend. Gut, wenn ich das sage, dann meine ich natürlich nicht die Kraft an sich, sondern das Potenzial dieser Kraft für 5000 Einheiten Element Zero als Spezialbonuskraft bei Shepard. Da ist, glaube ich, bis jetzt Barriere immer noch das Wirkungsvollste, einfach weil die wenigsten Gegner Möglichkeiten haben, biotische Barrieren effektiv zu sprengen, während Brandfertigkeit, die benutzt ja zum Beispiel Harbinger oder Disruptorschüsse und ähnliches, die ganz normale Kraftfelder ausschalten, doch relativ häufig vorkommen. Ich glaube, Warp benutzen gar nicht so viele.
Ach ja, 4500 Credits sind uns durch die Lappen gegangen. Das ist schon so ein kleines bisschen bitter, wenn man drüber nachdenkt. Ich denke im Moment auch so ein bisschen drüber nach. Ich muss mal gucken, inwieweit wir jetzt hier die nächsten, sagen wir mal, 10, 11 Minuten noch gefüllt kriegen. Ob ich das Ganze vielleicht doch nochmal unterteile. Deswegen, ich werde jetzt einfach erstmal weiterspielen. Ich glaube doch. Ich werde da doch einen Schnitt setzen. An der Stelle, wo ihr jetzt den Schnitt auch gesehen habt. Und macht da zwei Folgen draus. Laut Berichten von C-Sicherheit wurde Harkin in Gewahrsam genommen und wartet auf die Anklage. Das ist das Mindeste, was dieser Dreckskerl verdient. Dann können wir jetzt nämlich in dieser Folge hier quasi noch so ein bisschen die offenen Enden noch abschließen. Also auf der Normandy mit Joker nochmal reden, mit Garrus nochmal reden, gucken, was wir an E-Mails gekriegt haben. Ansonsten sind wir ja hier im Moment erstmal fertig. Obwohl ich nicht weiß, wieso Rückkehr zur Normandy für dieses Spiel automatisch bedeutet, nein, wir docken jetzt ab, wir fliegen jetzt weg, wir wollen hier nicht mehr sein. Weil eigentlich wollte ich jetzt ganz gerne auf der Citadel dann noch eine Mission erledigen. Aber das würde ja jetzt absolut affig wirken, wenn wir jetzt gerade von der Citadel abgedockt haben und dann gleich wieder umdrehen und zurückfliegen, um da eine weitere Mission zu erledigen. Deswegen würde ich sagen, schieben wir Thanes Loyalitätsmission noch ein bisschen auf. Die wollte ich nämlich eigentlich als nächstes machen und wenden uns dann stattdessen dem nächsten Punkt auf meiner Liste zu, den ich danach in Angriff nehmen wollte. Welcher Punkt das ist, welche Mission dann jetzt die nächste ist, die wir machen, das erfahrt ihr am Ende der Folge, weil, wie gesagt, jetzt will ich dann doch erst nochmal eine kurze Tour über die Normandy machen. Die üblichen Verdächtigen nochmal hier ablaufen. So, genau, zur Forschung Commander, können wir... Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. So, als erstes natürlich die Nachricht lesen. Update über die Anlage auf Prag. Ja, genau, zu Jack können wir auch nochmal uns mit Jack unterhalten. Von Cerberus Geheimdienst. Commander Shepard. Wir kontaktieren Sie auf Anweisung des Unbekannten. Sie sollen wissen, dass er vor der Revolte die Einstellung des Projekts Subject Zero befohlen hatte. Ja, klar hatte er das. Als Mitarbeiter von Cerberus eintrafen, waren alle Wachen und die meisten Subjekte tot. Alle überlebenden Kinder wurden medizinisch behandelt, erhielten milde Amnesiemittel und wurden als Überlebende von Angriffen durch Sklavenhändler verschiedenen Allianzeinrichtungen übergeben. Die wenigen überlebenden Ärzte wurden aufgrund ihres Verhaltens während des Projektes verrentet. Verrentet ist das Wort. Gemäß Ihrem Bericht wurde die Anlage auf Pragya zerstört. Wem willst du das eigentlich erzählen, Junge? Hä? Wem willst du das erzählen, dass... tut mir leid, ich vertraue Cerberus nicht, ich werde Cerberus nicht vertrauen und ganz bestimmt nicht dem Unbekannten, der uns wissentlich in eine Falle der Kollektoren geschickt hat. Das ist ein absoluter Bastard, der spielt hier ein total falsches Spiel mit uns und je weniger wir uns darauf einlassen... Und je mehr wir versuchen, ihn auszunutzen, ohne uns gleichzeitig von ihm ausnutzen zu lassen, desto besser. Die Frage ist nur, wird es Shepard gelingen? Oder spielt er damit dann letztendlich doch nur wieder das Spiel des Unbekannten? Wissen Sie, da ist das Ganze so wie... wissen Sie? Commander. Nichts zu Garrus zu sagen. Na gut, in dem Fall... Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren, ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Hä? Ja gut, wie auch immer. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Belassen wir es erstmal dabei. Irgendwas ist da, glaube ich, mächtig schiefgegangen. Wir steuern mal das Forschungslabor an. Wir könnten auch mal wieder eine Anomalie machen, oder? So ein paar hätten wir ja noch. Ich glaube, wir machen als nächstes eine Anomalie. Und danach dann die Mission, von der ich sprach. Ja, hier brauchen wir Element Zero. Hier allerdings nicht. Extra Munition für die Maschinenpistole. Zack, immer her damit. Panzerbrechende schwere Pistole.
Plus 50% Schaden für schwere Pistolen gegen Panzerung. Sicherlich auch nicht verkehrt. Das gleiche fürs Präzisionsgewehr auch nochmal. Kann nicht schaden. So, wo wir gerade von Schaden sprechen, den Präzisionsgewehrschaden erhöhen wir auch. Upgrade 3 von 5. Und erhöhter Kopfschussschaden fürs Präzisionsgewehr nehmen wir auch mit. Ich muss tatsächlich nochmal los und Ressourcen sammeln gehen. Merke ich hier gerade. So, ich gucke nur gerade diese Upgrades, die wir hier noch haben, ob die uns nicht zur Verfügung stehen, weil wir sie noch nicht, weil wir die Voraussetzungen noch nicht erfüllt haben, oder ob die uns einfach nicht zur Verfügung stehen, weil wir die Ressourcen nicht mehr haben. Wie beim biotischen Schaden 5 von 5 zum Beispiel, da brauchen wir 2000 Element Zero einfach nochmal. Die haben wir halt im Moment nicht. Ja gut, aber trotzdem, so einige Upgrades hat es uns ja doch eingebracht. Samara möchte Sie kurz sprechen, Commander. Ja, ich möchte aber gerade nicht mit Samara sprechen. Sorry. Wir gehen mal kurz zu Jack gucken. Und dann werden wir zum Ende der Folge noch ein Gespräch mit Garrus führen. Und in der nächsten Folge machen wir dann eine Anomalie. Ich werde mir einfach eine aussuchen, stehen ja ein paar zur Auswahl. Und dann geht's mit der Liste weiter, wie ich erzählt habe. Thane schieben wir ein bisschen nach hinten. Der sollte eigentlich der nächste sein, weil Thanes Loyalitätsmission auch auf der Citadel stattfindet. Das hätte schön gepasst. Aber wenn wir jetzt gerade abgedockt haben, dann machen wir das halt später. Macht nichts. Wir müssen später sowieso nochmal auf die Citadel. Bietet sich an. Wir haben da nämlich noch eine Nebenquest zu erledigen. Die wird aber gestartet auf Omega und führt uns dann nochmal zur Citadel und nach Ilium. Bietet sich an, das irgendwie zu kombinieren dann. Auf Ilium haben wir eh noch eine Quest offen. Und damit meine ich nicht den DLC. Hey. Erzählen Sie mir etwas über sich, das ich noch nicht weiß. Da gibt's nichts zu erzählen. Warum? Ich möchte mehr wissen. Und vorher gehe ich nicht weg. Ich bin hier, um für Sie zu kämpfen. Dafür müssen wir nicht befreundet sein. Aber wie auch immer. Irgendwas, das Sie nicht wissen, oder? Was offensichtlich ist, wie was mit meiner Tinte los ist. Oder was anderes, das genauso langweilig ist? Es interessiert Sie doch gar nicht, wenn es Sie nicht selbst betrifft. Ich habe diese Scheiße schon so oft erlebt. Nicht leicht, sie zu mögen, Jack. Wirklich? Ich hatte ja keine Ahnung. Noch irgendwelche tiefsinnigen Einsichten, die ich in meiner Dummheit nicht gesehen habe? Gekauft. Was ist mit den Tattoos? Manche stehen für Gefängnisse, in denen ich war, andere für erledigte Feinde. Sie wissen schon, die Guten. Manche stehen für das, was ich verloren habe. Aber die gehen sie nichts an. Die gehen niemandem was an. Und manche sind... Hey, warum eigentlich nicht? Sie arbeiten hart, niemanden an sich ranzulassen. Ich habe viele Leute kennengelernt, aber Freund oder Freundin hatte ich nie. Das ist nur Zeitverschwendung und funktioniert sowieso nicht. Wenn dir jemand so nahe kommt, heißt das nur, dass ihm ein kürzeres Messer reicht. Einsam und am Leben ist mir viel lieber. Besten Dank. Sie sind hart, aber lange können Sie so nicht überlebt haben. Am Anfang war ich mit einem Mädchen namens Manara und ihrem Freund unterwegs. Sie kannten sich aus. Ich dachte, sie würden mir helfen. Von wegen. Sie halfen mir in ihr Bett. Und als wir endlich mal größer absahnten, haben sie meinen Anteil eingeschoben. Ich wusste, worauf es hinauslief. Und kam ihnen zuvor. Seitdem habe ich mich nie mehr um Freunde bemüht. Sie waren bestimmt Arschlöcher, aber das heißt nicht, dass sie sie töten wollten. Ich hab's gespürt. Beweise waren nicht nötig. Ich hab das Richtige getan. Ich tue immer das Richtige, wenn Leute mich verarschen. Das sollten sie nicht vergessen. Ich muss gehen, aber wir sollten das fortsetzen. Moment. Jetzt habe ich mal eine Frage. An diesem Punkt sind die meisten schon weg. Warum wollen Sie das alles wirklich wissen? Begutachten Sie mich? Wenn es nämlich nur um Sex geht, sollten Sie das verdammt nochmal einfach sagen. Ich hab's nicht eilig. Ich will erst rausfinden, wie Sie ticken. Um mit jemandem zu schlafen, muss man ihn nicht kennen. Man muss nur wissen, wo alles hingehört. Okay. Vielleicht reden wir später weiter. Oder auch nicht. Haben wir gerade den Grundstein für eine Beziehung mit Jack gelegt, weil da habe ich eigentlich gar kein Interesse dran. Ich
wollte das eigentlich mit Yara durchziehen, aber ich finde auch hier diese Mass Effect tendiert dazu, das zu machen, aber es ist genau das gleiche zum Beispiel in Dragon Age. Diese kurzen Dialogschnipsel, die repräsentieren nicht immer tatsächlich das, was man erwartet. Und dann teilweise führt das tatsächlich dazu, dass man Dialogoptionen auswählt, weil man da eine bestimmte Reaktion hineininterpretiert und Shepard oder der Hauptcharakter von Dragon Age oder sonst irgendwas sagt dann plötzlich was völlig anderes, was man so eigentlich tatsächlich gar nicht gemeint hat, was dann teilweise das Spiel auch in Bahnen lenkt, in die man gar nicht hin wollte. Ich habe jetzt zum Beispiel schon wieder die Befürchtung, dass wir hier eventuell eine Romanze mit Jack gestartet haben, ohne dass ich das wollte. Einfach nur, weil ich freundlich sein wollte. Ohne gleich zu sagen, steig mit mir in die Kiste. Aber das, genau das hat er ja mit seiner Antwort dann gleich schon wieder impliziert, ne? Och, ich hab's nicht eilig. Ich möchte sie halt erst kennenlernen. Ja, das war so gar nicht beabsichtigt. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Sicher. Ich schlage sowieso nur die Zeit tot. Ich wollte Ihnen nochmal für Ihre Hilfe bei Sidonis danken. Was auch immer die Kollektoren, Reaper oder wer uns sonst noch verfolgt vorhaben, ich bin sicher, dass Sie die Mission zum Erfolg führen. Glauben Sie wirklich, dass wir auf etwas Schlimmeres als Kollektoren oder Reaper stoßen werden? Ich rechne immer mit dem Schlimmsten. Dann besteht zumindest die geringe Chance, angenehm überrascht zu werden. Ich könnte das nicht ohne Sie machen, Garrus. Natürlich könnten Sie das. Nur halt nicht so elegant. Es ist schon komisch, auf einem Schiff der Menschen in einen Selbstmordeinsatz zu ziehen. Ihre Leute bereiten sich auf riskante Operationen völlig anders vor als Turianer. Ich dachte, Sie wären riskante Missionen auf Schiffen der Menschen gewöhnt. Denken Sie doch nur an die Verfolgung von Saren nach Ilos. Schon, aber das ging ja schnell. Wir sind losgedüst, haben ein paar Geth in die Luft gejagt und dadurch die Galaxie gerettet. Dieses Mal sind da Miranda und Cerberus und diese VI und alle erzählen uns ständig, mit wem wir uns da anlegen. Blinder Optimismus ist mir wesentlich lieber. Mal im Ernst, Garrus, wie schätzen Sie unsere Chancen ein? Im Ernst? Die Kollektoren haben Sie schon mal getötet. Und Sie sind deshalb lediglich stinksauer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sie diesmal aufhalten können. Aber unerforschtes Gebiet, überlegene Technologie und die Kollektoren? Wir werden Verluste haben, daran besteht kein Zweifel. Keine schöne Analyse, ich weiß. Aber keine Sorge, ich sag's nicht weiter. Und ich bleibe in jedem Fall dabei. Haben Sie es je bereut, C-Sicherheit oder das turianische Militär verlassen zu haben? Keine einzige Minute. Wenn ich es mir recht überlege, Shepard, bin ich wohl kein besonders guter Turianer. Wenn ein guter Turianer einen schlechten Befehl bekommt, befolgt er ihn. Er beschwert sich vielleicht, aber er kennt seinen Platz. Aber ich sehe keinen Sinn darin, still und höflich zu bleiben. Nicht, wenn die Galaxie auf dem Spiel steht. Wie bereiten sich Turianer denn auf riskante Missionen vor? Normalerweise durch Gewalt. Auf turianischen Schiffen herrscht mehr Betriebsdisziplin als bei der Allianz. Dafür gibt es weniger persönliche Einschränkungen. Unsere Commander führen ein strenges Regiment, aber sie wissen, dass wir Dampf ablassen müssen. Auf turianischen Schiffen gibt es Fitnessräume, Kampfsimulationen und sogar Vollkontakt-Sparring. Was immer den Leuten hilft, Stress abzubauen. Soll das heißen, auf turianischen Schiffen kämpfen Crewmitglieder vor einer Mission gegeneinander? Natürlich unter Aufsicht. Niemand riskiert eine Verletzung, die Mission gefährdet. Es ist auch eine gute Methode, Streitigkeiten freundschaftlich beizulegen. Bei einer Mission sollten wir mal eine Piratengruppe der Batarianer angreifen. Höchst riskante Sache. Diese Aufklärungsspezialistin und ich kriegten uns in die Haare. Blanke Nerven hauptsächlich. Sie hat vorgeschlagen, die Sache im Ring zu klären. Sie haben sie bestimmt mit sanfter Gewalt niedergerungen. Also eigentlich waren wir beide die besten Nahkämpfer auf dem ganzen Schiff. Ich hatte den Reichweitenvorteil, aber sie war sehr gelenkig. Es war brutal. Nach 9 Runden entschied der Unparteiische auf Unentschieden. Viele hatten Wetten abgeschlossen und fanden das gar nicht gut. Wir setzten unseren Ringkampf dann in ihrem Quartier fort. Ich hatte den Reichweitenvorteil, aber sie war sehr gelenkig. Stress lässt sich eben auf vielerlei Art abbauen. Ach, Garrus. Danke für das Gespräch, Garrus. Wir sehen uns später. Natürlich.
Man sollte ja meinen, wenn das Spiel schon so eine Animation einbaut wie Shepard, der sich da auf die Kiste setzt, um mit Garrus zu sprechen, würden sie darauf achten, dass Clipping-Fehler nicht dazu führen, dass Shepard seine Beine einfach mal in dieser Kiste versenkt. Aber na gut. Yo, das war Mass Effect für heute. Danke fürs Zuschauen. Das nächste Mal, wie gesagt, machen wir erst eine Anomalie. Und dann, je nachdem, wie ausführlich diese Anomalie-Mission ist... Oh, wartet mal. Während ich das erzähle, können wir noch mal kurz ins Quartier des Captains fahren und uns die Neuerwerbungen für unsere Sammlung angucken. Ja, das nächste Mal eine Anomalie. Ich weiß noch nicht, welche. Ich werde einfach zufällig eine aussuchen. Ich habe keine Ahnung, welche Anomalie da, welche Mission verbirgt. Das sehen wir dann schon. Ja, und entweder ist die nächste Folge dann halt diese Anomalie-Mission oder wir starten dann noch in die nächste Hauptmission hinein. Guck mal, unsere geilen Fische. Das müssten jetzt alle Fische sein, die man in Mass Effect 2 kaufen kann, aber keine Angst, in Mass Effect 3 werden wir unsere Fischsammlung noch um einiges erweitern können. So, da ist die Sovereign da rechts. Und wir haben immer noch Platz für, ich würde mal sagen, zwei Modelle. Da oben links ist noch ein Bolzen hier, neben der Destiny Ascension. Und hier unten... unter dem Geth-Schiff und den beiden Normandies, da neben dem Turianischen Kreuzer, ist doch ein Turianischer, oder? Haben wir auch noch Platz. So, unsere Romanze mit Yara läuft auch noch, denn das Foto steht da noch. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Gut. Ich liebe meinen Hamster. Gut, das war Mass Effect für heute. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns schon das nächste Mal. Auf einer neuen, spannenden oder interessanten oder vielleicht auch einfach nur auf einer Mission wieder. Bis dann. Spezialfahrzeuge. Der Hammer. M44 Hammer. Das Infanteriekampffahrzeug M44 Hammer ist ein leicht manövrierbares, gepanzertes Fahrzeug mit Masseneffektunterstützung. Der Hammer hat keine Räder, sondern drei Feststoff-Raketentriebwerke und rast mit über 120 Stundenkilometern über das Schlachtfeld. Dadurch kann er mit schnellen, gepanzerten Einheiten in Formation bleiben, über ruhiges Wasser gleiten und sogar Bodenhindernisse überspringen. Backup-Mikrobooster sorgen dafür, dass der Hammer auch nach der Zerstörung von zwei Haupttriebwerken noch voll manövrierfähig ist. Der Hammer verfügt über die meisten Features anderer interplanetarer Kampffahrzeuge. Umgebungsversiegelter Innenraum, kinetische Barrieren mit 360-Grad-Schutz und Raketen mit Zielsuchsystem, die sogar bei wilden Fahrmanövern exakte Treffer ermöglichen. Zu den elektronischen Gegenmaßnahmen gehören lasergesteuerte Ortung, aktive thermale Tarnung und ein Bodenradar zur Ortung von Waffen. Die Steuerung des Hammers entspricht der normaler gepanzerter Fahrzeuge, sodass Panzerfahrer ihn ohne zusätzliche Ausbildung bedienen können. Deshalb haben Hammer mit Standardausrüstung auch kein Höhenmesser oder ähnliche Sensoren. Die optimale Flughöhe beträgt 2 Meter über dem Boden.